Vicky Palermo, unangepasst und progressiv. Palermo entgrenzt und überwindet die traditionelle Malerei. Palermo denkt Malerei und Objektkunst zusammen, entwickelt neue Formate, minimalistische Wandgemälde und erschließt sich unter anderem mit den Metallbildern neue Bildträger. Zurück aus New York übernimmt Palermo das Atelier von Gerhard Richter. Kurz nach seinem plötzlichen Tod, mit erst 33 Jahren, findet sein Freund Immi Knöbel diese achtteilige Arbeit in seinem Atelier. In dieser äußerst selten angebotenen mehrteiligen Arbeit gelingt es Palermo, durch die Härte und Undurchlässigkeit des Bildträgers erstmals den Eigenwert der Farbe in maximaler Befreiung von Wand und Bildträger zu inszenieren. Der geometrische Ansatz bisher in seinem Werk trifft auf eine gestische Freiheit. Mit seinem Mut, neu zu gestalten, ebnet Vicky Palermo den Weg für eine ganze Künstlergeneration.